Was sagen die Medien zum Thema Vater und Sorgerecht? Wir von sorgerechtfuerväter.com haben hier recherchiert, was die Fernsehberichterstattung dazu sagt und die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Viel gibt es dazu nicht, da das Thema von den Medien noch immer totgeschwiegen wird. Hier nun zu den Beiträgen. Der Kontakt zum Kind ist also trotz gemeinsamer Obsorge nicht garantiert, auch weil trotz gleicher Rechte ein Elternteil einen entscheidenden Vorteil hat. Wer die Hauptobsorge hat, bekommt Unterhalt und darf sagen, wo das Kind wohnen soll. Entschließt sich dieser Elternteil, mit dem Kind also beispielsweise nach Eisenstadt im Burgenland zu ziehen, während der andere in Bregenz in Vorarlberg wohnt, wird es schwierig mit dem regelmäßigen Kontaktrecht. Und laut einer Umfrage der Väterplattform sagen tatsächlich 57% von 258 Befragten, dass ihr Recht, das Kind zu sehen, durch willkürlichen Wohnungswechsel sabotiert wird. Also das bedeutet, das gemeinsame Sorgerecht zu haben ist keine Garantie für den Vater, dass er seine Kinder wirklich sieht. Leicht kann dies von der Mutter sabotiert werden. Stellen Sie sich vor, ein Verurteilter erscheint einfach nicht zum Haftantritt, sondern taucht unter. Und niemanden kümmert das. Es gibt einfach keine Konsequenzen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Gesprochenes Recht muss umgesetzt werden. In Österreich gibt es aber tausende Väter, wo das Gericht entschieden hat, dass sie regelmäßig ihre Kinder sehen dürfen. Doch die Mütter verhindern das und niemand unternimmt etwas. Die Mütter kommen einfach damit durch und die Väter haben keine Handhabe, obwohl das Recht auf ihrer Seite ist. Das heißt also, selbst mit einem gültigen Gerichtsurteil kommt die Mutter durch, wenn sie dem Vater die Kinder entzieht. Ich persönlich hatte das Glück, dass bei mir der Zeitraum, in dem ich unser gemeinsames Kind nicht sehen durfte, waren nur ein paar Monate und nicht Jahre. Aber das alleine ist eine unfassbar schmerzhafte Erfahrung. Der Kontakt zu seinen Kindern bricht ab, nachdem sich Robert Holzer und seine Frau nach 10 Jahren Ehe trennen. Das zuständige Gericht entscheidet, der Wiener darf seine 2 Kinder alle 14 Tage sehen. Doch das klappt nur zu Beginn, denn schon bald hält die Mutter die gemeinsamen Kinder von ihm fern, wie uns schildert, mit fadenscheinigen Ausreden. Der Wiener kritisiert heute vor allem, dass Obsorgeverfahren zu lange dauern, bis zu mehrere Jahre lang. Also man sollte sich die Frage stellen, ob der Rechtsweg für den Vater wirklich eine gute Strategie ist. In dieser Zeit haben Scheidungskinder zum getrennt lebenden Elternteil oft keinen Kontakt und können sich entfremden, erklärt uns auch Psychotherapeutin Martina Leibowitzi-Mühlberger. Das Kind spürt in der Haltung des Elternteils die Ablehnung gegenüber dem anderen Elternteil. Er erlebt das natürlich als eine hohe Belastung. Der psychische Apparat wird sehr angespannt dadurch und die Kinder beginnen dann, sich einem Elternteil besonders zuzuneigen. Und das ist eben der, der meistens die Hauptbetreuung hat, und den anderen Elternteil abzulehnen. Jetzt noch mehr zum Thema Kindesentfremdung aus deutschen Fernsehsendungen. Denn selbst als die Eltern sich trennten, blieb der Kontakt anfänglich bestehen. Rund 3 Jahre ging alles gut. Sie sahen sich regelmäßig. Doch dann wurden die gemeinsamen Treffen immer weniger. Ich habe es ja 3 lange Wochenenden, von Freitag bis Sonntag. 3 lange Wochenende, wo wir was gemeinsam hätten machen können, werden sollen. Die ganzen Sommerferien, ich sage, los, wir gehen mal Eis essen. Ja, ja, ja. Ach nee, das, das und das. Also nur Ausreden. Nur Ausreden. Und man wird doch wohl meine 6 Wochen Zeit haben für einen Papa. Und das ist schon das 2. Jahr. So wie Dirk Naumann haben Schätzungen zufolge rund 15-20% aller Trennungsväter bereits 2 Jahre nach der Trennung wenig oder keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Bei Dirk Naumann geht der Kontaktverlust nicht von ihm aus. Er glaubt, dass die Mutter die gemeinsame Tochter beeinflusst, den Vater in negatives Licht rückt. Naumann fühlt sich machtlos. Dafür gibt es einen Fachbegriff: Eltern-Kind-Entfremdung. 15-20% der Trennungsväter haben nach rund 2 Jahren kaum mehr Kontakt zu ihren Kindern. Meist geht dies nicht vom Vater aus. Nun zum nächsten Punkt. Verletzte Ex-Partnerinnen wollen oft den Vater durch Kindesentzug bestrafen oder unter Druck setzen. Verschlimmern tut sich das Ganze meist noch, wenn der Vater eine neue Beziehung eingeht. Der Zeitfaktor und das System spielen gegen den Vater.
Diese Frau sagt, dass sie nach der Trennung den Kontakt ihres Kindes zum Vater absichtlich verhindert hat. Ja, das war Rache. Ich war so verletzt und wollte einfach meinen Mann bestrafen, was er mir angetan hat. Und habe dazu meine Tochter benutzt. Wenn man dann in diesem Wahn ist, dann denkt man da gar nicht drüber nach. Man macht das einfach. Da schaltet das Gehirn dann aus. Für die ist es besonders schlimm. Sie müssen nicht nur die Trennung ihrer Eltern verkraften, sondern verlieren den Kontakt zu einem Elternteil ganz. Und wir haben ganz oft die Situation, dass sich die Gutachterinstitutionen oder die Verfahrensbeistände, dass die sich auf eine Seite bei den Eltern schlagen und dann damit dem Gericht sogar empfehlen, die andere Seite auszugrenzen und auszuschließen. Wenn man sich dieses Verfahren einmal anschaut, ist die größte Problematik der Zeitablauf. Dadurch, dass das Kind seinen Vater über lange Zeit nicht gesehen hat, tritt eine Entfremdung ein. Und das Kind weiß ganz genau, wenn es sich jetzt möglicherweise anders entscheiden würde, wird seine Mutter traurig, vielleicht sogar böse sein. Und das will das Kind auf jeden Fall vermeiden. So sieht also die traurige Wahrheit für den Vater aus, wenn man den herkömmlichen Weg geht. Wir von sorgerechtfürväter.com und wollen uns damit nicht abfinden. Richard Frederik, unser Gründer, hat hier tausende Stunden damit verbracht, eine länderübergreifende Strategie zu entwickeln, die funktioniert. Wenn Sie verstehen wollen, wie man als Vater den Sorgerechtsspieß umdreht und seine Kinder nicht verliert, dann kontaktieren Sie uns. Klicken Sie auf den blauen Knopf unterhalb des Videos und reservieren Sie ein kostenfreies Strategiegespräch.